Seid gegrüßt, meine lieben Tapfern-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World. Ja, wir sind wieder mal im schönen Kugeltal. Und, ja, ich habe mir lange überlegt, ob wir versuchen, diese Welt zu retten. Oder ob wir eher versuchen, hier mit Blaupausen zu arbeiten und das Ganze auf eine neue Map zu kopieren. Ich werde jetzt erstmal versuchen, das alte Kugeltal zu retten, weil es mir doch sehr ins Herz gewachsen. Ein Jahr spielen wir jetzt schon hier. Und um diese Welt zu retten, ist das jetzt eine ganz spezielle Folge. Wir werden nämlich den Game-Type, also den, ja, im Grunde ändern. Dafür gehen wir erstmal hier mit der komischen Taste da ganz oben links in dieses Menü rein. Und dann schreiben wir hier rein. Set Ngame Typ 1. Und jetzt sind wir im Kreativmodus. Und ihr seht schon, das ist ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier, könnt ihr das oben rechts jetzt sehen. Wir haben ja einmal natürlich unser altes Menü noch, wenn wir das hier auswählen. Oder wir haben ja mit F4, F5 so Terraforming-Tools. Ja, und da gehen wir jetzt einmal los. Das heißt, wir werden viel fliegen in diesen Folgen, viel das Jetpack benutzen, um unsere Welt zu reparieren. Hier, hier habe ich das schon mal so mehr oder weniger gut versucht. Ist mir nicht so gelungen. Aber der Wolle, der hat auch ein Video gemacht dazu. Und da habe ich jetzt rausgefunden, dass mit F10, man drückt einfach auf F10 und dann kann man hier sowas machen. Und damit kann man das wunderbar reparieren. Einfach die Stelle anvisieren mit dem Fadenkreuz hier. Man muss nicht unbedingt einen Kaktus, zwingend einen Kaktus in der Hand haben. Und dann einfach F10 drücken und dann können wir das hier reparieren. Das heißt, es wird dann neu berechnet und sieht dann so aus hinterher. Total gut. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier habe ich ja auch schon so ein bisschen rumgefuscht. Und das ist wirklich gefuscht. Mit F5 können wir hier in den Terraforming-Modus gehen. Und haben jetzt hier so einen kleinen Kreis. Na? Ihr seht da unten, können wir Erde, Gras, Stein auswählen. Und dann können wir hier sagen, zum Beispiel mit der rechten Maustaste können wir das hier alles ein bisschen rausziehen. Und mit, wenn wir auf 2 drücken, so, jetzt sind wir auf Glätten, dann können wir das auch so ein bisschen glätten. Wir können ja den Kreis auch vergrößern mit Plus und Minus. So, jetzt können wir das so ein bisschen ausgleichen, ein bisschen glätten das Ganze. Damit das nicht ganz so eiermäßig aussieht. So, einfach mal ein bisschen das Ganze glätten. Das sieht aus wie die Eisberge, wie so Eiskugeln, ne? Wir können auch wieder hier hinfliegen und können jetzt mit F10, sollten wir das repariert kriegen. Ja, wird neu berechnet, F10. Okay, jetzt da hinten ist auch noch so eine Kante. Ich hoffe, wir kriegen das gerettet. Es wird einige Zeit dauern, bis wir hier alle Fehler, und das sind echt viele, so halbwegs ausgeglichen haben. F10, sehr gut, ja, doch. Das geht ganz gut, also das gefällt mir ganz gut mit diesem Tool. Also mit diesem F10, mit dieser Möglichkeit mit F10 hier was auszugleichen. So, hier auch noch und da hinten auch noch. Dann haben wir hier die Ecke auch ausgeglichen. Ich mache das jetzt aus praktischen Gründen einfach mal, indem ich fliege. Mit F4 können wir wieder in den normalen Modus zurückgehen. Und mit F10 können wir das ausgleichen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ne? Da hinten ist auch noch so eine Kante. Da fliegen wir jetzt mal rüber. Lalala. Hier sind auch überall noch kaputte Kanten und da ist ein Salat. Den nehmen wir natürlich mit. Kaktus, Salat. Moment. Das können wir alles mal beiseite legen. Hier ist übrigens ein Kaktus-Setzling. Können wir einen schönen Kaktus selber pflanzen. Total gut. So, F10 war unsere beliebte Taste. Ja, also eine kleine Rettet des Kugeltal Aktion hier. Ja, die nehmen wir auch mal mit. Hier schwebt natürlich einiges in der Luft. Das wird uns auch noch einige Zeit hier in den Videos begleiten. Aber wenn es dann gar nicht geht, dann müssen wir halt doch sagen, ja, okay, schwebt auch einiges rum. Dann müssen wir halt doch sagen, wir machen das, das haben wir schon repariert. Wir kopieren die Welt einfach. Ja, hier, guck mal, hier schweben so Sachen in der Luft. Und da hinten sind auch schon wieder 1000 Fehler irgendwie. Ja, die nehmen wir auch mit. Ja, hier ist jetzt schon ein bisschen größeres Problem. Aber auch das können wir wieder mit F10 eventuell korrigieren. Ui. kriegen wir natürlich hier so abgeschnittene Kanten. Ja, was können wir hier machen? F10. Ja, okay. Die können wir hinterher ein bisschen glätten. Das können wir ja machen. Ich gehe nochmal auf F5 und dann auf glätten. Dann, ne? Auch nochmal F10. Wow. Das ist natürlich nicht so cool hier, ne? Was hier so entsteht dann. Hier habe ich das mit diesen... Ja, wartet mal. Wir können das hier so ein bisschen zurückbauen und aufbauen. Dass wir hier so einen Berg haben dann im Endeffekt. So. Und hier diese ganzen Wülste so ein bisschen rausnehmen einfach. Und einfach eher so geraden rausmachen. Auch hier sollten wir das alles ein bisschen glätten. Das gefällt mir alles nicht so, wie es hier aussieht. Dass wir hier zumindest eine einigermaßen annehmbare Gegend haben dann. F10. Ja. Hier kann man direkt in die Welt reingucken. Machen wir auch mit F10. Zack, schön zu. Haben wir hier oben so eine Plattform, ist hier jetzt entstanden. Ja gut, das kann man ja, wie schon gesagt, alles noch ein bisschen angleichen. Ist eine Menge Arbeit, gebe ich gerne zu. Aber, naja, das will man machen, ne? Die machen wir uns, die Arbeit, das wollte ich damit sagen. F10, zack. Haben wir hier oben ein schönes Plateau, können wir vielleicht noch was drauf bauen. Gut, haben wir den Fehler auch behoben. Das hier müssten wir alles dann nochmal ein bisschen ändern. Hier sind alles Kugeln. Naja, ist ja auch das Kugeltal. Ha, ha, naja. F10? Das will ich so nicht haben, Freunde. Oh, was entsteht denn dann hier? Riesenriss in der Welt, verdammt. Ich dachte, das macht er dann schön glatt. Nö, ist er dagegen. Ja, auch nochmal F10. Das geht hier nicht. Hier vielleicht. Eieieiei. Oh, ja. Oh ja, Troja. Und hier schweben die ganzen Büsche in der Luft rum. Okay. So will er das dann machen. Okay. Ja, und dadurch entsteht natürlich eine ganz merkwürdige Landschaft hier in unserem schönen Kugeltal. Es verändert sich alles ein bisschen. Was ist denn hier? Alter. Das ist ja krass. Voll die Zirkusmusik, die Bands im Zirkus dann immer so spielen, wenn gerade eine spannende Szene ist. Oh, guck mal. Ist es nicht? Ist es nicht? Ist es nicht wunderschön? Ist alles andere. Hier unten dieses große Becken, was hier entstanden ist. Hier unten ist auch eine Höhle. Kann man das auch nochmal irgendwie ein bisschen reparieren? Ja, zumindest halbwegs. Alter Schwede, hier überall fliegende Büsche. Mhm. Ja gut, das könnte man jetzt hiermit ausgleichen. Ja, aber... Ich bin da nicht ganz mit zufrieden. Was ist das hier? Alter Schwede, hat hier die Welt zerledert. Aber komischerweise auch ausgerechnet hier an dieser Stelle ganz extrem, ne? Ist nicht überall so. Hoffe ich doch zumindest mal. Hier können wir auch noch mit F10 arbeiten. Da oben ist noch so eine Kante, die mir noch gar nicht gefällt. Ne, hier ist eine Höhle. Okay, waren wir auch schon mal drin in dieser Höhle. Na gut. Das ist ein verrücktes Tal geworden hier. Dieses Tal ist nicht normal, könnte man auch sagen. Ja gut, diese scharfen Kanten, das ärgert mich jetzt gar nicht mal so. Das haben wir in Minecraft ja auch ganz oft gehabt, dass wir da so scharfe Abschnitte hatten. Das ist dann halt so. Das hier ist natürlich dämlich. Nämlich, da müssen wir dann echt noch was ausgleichen. Ja, so. Und hier auch nochmal mit F10. Gucken, was dabei rauskommt. Eine ganz gerade Mauer. Und die schwebt auch noch in der Luft. Ist das dumme? Aber da können wir unten vielleicht ein bisschen was anfügen. Das machen wir gleich mal. Ehe wir dann zum nächsten Punkt weitergehen. Weil das möchte ich... Oh... Und das ist das Ätzendste überhaupt. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Ich will nicht noch höher fliegen. Ich will runter. Runter. Ich fliege immer höher. Ah, die Taste hat gehangen. Die Space-Taste hat gehangen. Und hört mal, wie hier oben der Wind weht. Cool, ne? Ja, das wird jetzt aus unserem Kugeltal hier eine ziemlich abgefahrene Geschichte eigentlich. Hier können wir das auch ein bisschen angleichen, einfach. So, da unten haben wir noch... nö, das sieht alles schon wieder ganz heile aus jetzt. Hier ist auch eine Höhle entstanden. Ach so, das war ein Tunnel. Und der ist jetzt halb so draußen. Okay, alles klar. Aber hier unten, wie schon gesagt, da möchte ich ganz gerne ein bisschen was hinbauen. Ich mache mal mein Tool hier etwas größer. So. Hm. Kann ich das irgendwie so angleichen? Nee. Da müssen wir jetzt das andere Werkzeug wählen. 1. Ja, gut, da haben wir jetzt so einen riesen... Oh, wei. Gras ist vielleicht nicht das Beste. Ein bisschen Erde. Wow. Ja. Schön ist anders, ne? Schön ist anders. Aber zumindest haben wir diese Kante so ein bisschen weg. Und jetzt könnten wir ja sagen, wir nehmen hier jetzt wieder das Zweierwerkzeug und glätten das Ganze hier mal wieder ein bisschen so. So. Bis uns das so halbwegs wieder gefällt. Auch hier werde ich mal ein bisschen mit dem Glättungsgerät arbeiten. Und einfach diese ganzen Hügel hier mal so ein bisschen angleichen. So. Ihr hört wahrscheinlich die ganze Zeit das Klickern von der Maus. Man kann nicht gedrückt halten. Das ist ein bisschen doof. Und hier entsteht jetzt... Da ist eine ziemlich scharfe Kante noch. Die können wir ein bisschen absenken. So. Ja, so sieht das Ganze schon wieder ein bisschen natürlicher aus. Na, ich sehe schon da hinten die Berge. Sind auch ganz katastrophal abgeschnitten. Hier geht es eigentlich. Hier geht es dann in die Savanne. Da oben steht eine Kuh. Jetzt müssen wir hier hinten noch etwas Arbeit einbringen. Hier geht es. Und hier fehlt noch eine komplette Kante. Da kann man durchgucken bis hinten hier zu unserer Bergvilla rüber. Ja, das werden wir auch noch dicht machen hier. Mit F10. Oh, ich bin, glaube ich, gerade gegen das Mikro gekommen. Das tut mir furchtbar leid. F10. So. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir das hier noch glätten. Dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Wenigstens ein bisschen. Ja. Da kommt jetzt die Ziege auch schön raus. Wir werden das jetzt nur einmal machen hier mit diesen ganzen Glätterei und diesem Kreativmodus. Und dann die Welt wieder so weiter bearbeiten, wie wir das vorher auch getan haben, ne? Also da nicht noch jetzt groß, dann noch länger. Hier ist noch eine Höhle. Den Berg hier müssen wir auch noch mal ein bisschen wegglätten. Da, weg mit dir. Damit das nicht ganz so extrem ist hier alles, ne? So. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu nah an unsere Hütte rankommen. Gut. Sehr schön. Nicht, aber in Ordnung. Und hier hinten, da sind immer so Anzeigefehler, aber ich denke, wenn wir jetzt näher ranfliegen, ist das schon alles ganz in Ordnung. Hier ist noch, hier sollten wir auf jeden Fall nochmal mit dem Glättungswerkzeug ran. Das ist ja hier unmöglich. So, und es wird dunkel, wir werden auch gleich pennen gehen. Das sieht nicht so schön aus. Das müssen wir alles noch ein bisschen glätten hier, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. So, ich glaube, wir gehen mal schlafen und machen am Morgen früh weiter. In der nächsten Folge dann, oder? Hm. Oh, das ist Eisgras, auch cool. Ich fliege mal runter. Man soll eigentlich nicht fliegen, wurde mir gesagt. Und jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich gehe mal in den F4-Modus lieber zurück, nicht, dass ich hier irgendwas unwiederbringlich kaputt mache. Gute Nacht, meine lieben tapferen Freunde. Na, schlafen geht auf jeden Fall. Und ein neuer Tag im wunderschönen Kugeltal. Ja, wir werden auch morgen weitermachen mit unserer, oder in der nächsten Folge dann zumindest, weitermachen mit unserer Rettungs-Glättungsaktion hier im schönen Kugeltal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und guckt euch das Ganze noch ein bisschen mit an, wie ich hier versuche, das Kugeltal zu retten. Mit Glätten. Retten durch Glätten könnte auch diese Folge heißen. Ja, wir haben den Jahreswechsel übrigens auch vollzogen und deshalb auch nochmal von dieser Stelle für alle, die jetzt vielleicht nicht so die Minecraft-Zuschauer sind, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch natürlich auch, liebe Rising World-Fans oder Freunde, könnte man wahrscheinlich eher sagen. Frohes neues Jahr und alles Gute und alles, was ihr euch so gewünscht habt im neuen Jahr. Schaut mal hier, das ist doch auch hässlich. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, morgen geht's weiter. Rettungsaktion Kugeltal, Teil 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei.